Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute Besuch vom Postboten gehabt. der hat mir ein paar Sachen, die ich bei AliExpress bestellt habe, heute gebracht. Und ich dachte mir, ich mache mal ganz spontan ein Video über so ein paar dieser Sachen. Ihr seht hier schon ein bisschen was auf meinem Tisch liegen. Hier sind so Mustertipps. Das sind immer gleich 5 Stück auf einmal. Ich finde das immer ganz nice, wenn man zu speziellen Themen oder Anlässen, gleich 5 Tipps auf einmal machen kann, weil wir haben ja schließlich auch 5 Finger, ne? Einige von euch kennen das hier zum Beispiel schon. Ja, das war so ein kleines Wintermotto. Und ich habe dann hier auch noch Tipps zum Thema Weihnachten gemacht gehabt. Und ja, jetzt haben wir ja Valentinstag. Also da habe ich auch mal mit Cat Eye ein bisschen rumgespielt. Ja, und wie gesagt, das mache ich ganz gern auf denen hier. Ich finde die da gar nicht mal unpraktisch. Also das ist eigentlich besser als von diesen hier zum Beispiel dann einzelne rumfliegen zu haben. Ja, nichts Aufregendes. Ich habe 2 neue Pigmente, Chrompigmente. Deswegen liegen auch diese beiden Dinger hier. Die habe ich mir jetzt nicht mitbestellt. Die hatte ich schon da. Das Besondere an denen ist, die sind kürzer wie die normalen. Ich mache mal den Vergleich. Das könnt ihr sehen. Schaut mal. Die sind deutlich kürzer und ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht mal unpraktisch. Die habe ich eigentlich mal zufällig bestellt. Ich habe nämlich gar nicht gesehen in der Beschreibung, dass die kürzer sind. Fand das im Endeffekt aber eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ganz ehrlich, die sind, ich glaube, mein erster Frustpunkt bei Ali. Ich glaube, ich habe noch nichts bei Ali gehabt, was mich wirklich enttäuscht hat. Hier war ich Tatsache enttäuscht. Ich blende euch jetzt gleich mal Fotos ein, was die Pigmente versprechen. Und dann zeige ich euch gleich mal, was bei rausgekommen ist. So, also ich denke mal, wir sind uns einig darin, wenn ihr euch die Bilder anguckt, dass das mega aussieht. Die Realität beim Ausprobieren sah für mich dann anfangs zunächst noch relativ vielversprechend aus. Nach dem Versiegeln dann allerdings nicht mehr. So, nun dürft ihr hier mal gucken, was bei mir dabei rausgekommen ist. Also dieses Rote mit Schimmer, also ich weiß nicht, entweder bin ich zu blind, also ja, es ist ein leichter Rot-Touch erkennbar, aber das ist nicht das, was da versprochen wurde auf Bildern. Und das ist der andere Farbton. Keine Ahnung, also das ist der eine. Ich muss mal gucken hier, wie die Kamera, die weiß gerade nicht, wo sie hin soll. Aber hier, wie gesagt, der eine. Ich hole mal den anderen nochmal her. Also den finde ich dann fast noch schöner. Aber wie gesagt, das ist nicht dieses extrem rot leuchtende. Ich dachte, jetzt hast du das auf schwarz aufgetragen, hab das Ganze dann nochmal probiert und hab mir tatsächlich, hier auf der Rückseite könnt ihr es sehen, ein rotes Farbgel genommen und hab das also auf rot aufgetragen, aber viel besser ist das nicht geworden. Also da macht jedes normale rote Chrompigment eindeutig mehr Wow-Effekt.
Und hier habe ich es dann nochmal auf so einem ja eher bärigen Ton, das andere aufgetragen. Ja, und auch das ist nicht nennenswert besser geworden. Also es hat nichts mit den Fotos in meinen Augen zu tun, die da Sachen versprechen. Und das war zum ersten Mal für mich jetzt wirklich bei einer Ali-Bestellung ein Frusterlebnis. Weil ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass das so ausgeht, hätte ich die Dinger gar nicht in den Warenkorb gepasst. Aber man kann nun auch nicht immer nur Positives berichten, wenn man nicht positiv, ja, überrascht ist, sozusagen, sondern eher mal gefrustet ist. Das gehört halt auch mal dazu. Kommen wir zu anderen erfreulichen Dingen. Dann haben wir hier noch so ein Schätzelein. Einige von euch haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Und für diejenigen, die vielleicht ein Dip-System benutzen oder ganz gerne Sugar-Designs machen, wird das sicherlich interessant sein. So, wir haben hier, ja, sieht erstmal lustig aus. Kleine Schublädchen dran. So. Geht darum, wenn ihr, ich sag mal, euren Finger hier reinlegt und zum Beispiel für einen Sugar Optik hier euer Pulverchen einstreut, dann sammelt sich das hier im Schälchen und dann kann man es zurück ins Töpfchen tun. Ich sag mal so, bei so kleinen Töpfchen ist das eher schwierig machbar, aber wenn man ein größeres Töpfchen mit Acrylpowder hat, weil man ja vielfach auch gerne nur, Clear Acryl benutzt, um solche Optiken zu machen, wie zum Beispiel hier bei diesem Motiv. Na, da hat man meist größere Töpfchen. Aber auch für Glitzer ist es ganz praktisch. Und ich kann es mir auch gut vorstellen für die, wie heißen die Dinger? Crystal Pixies, diese ganz kleinen von Swarovski. Die kann man hier bestimmt auch gut drüber streuen. Und wie gesagt, man hat eben hier auch noch ein zweites Lädchen, was man benutzen kann. Ich fand das ganz nice, ein ganz nettes Gimmick. Wie gesagt, ich hatte bislang immer mir meistens dann meinen Finger über dieses Ding gehalten. Hier ist der Vorteil, dass die Ecke spitzer zuläuft. Das heißt, auch für ja kleinere Töpfchen kann man das dann ganz gut zurückdosieren, sage ich mal so. Ich habe was, wie ich denke, Neues entdeckt. Also ich kannte es zumindest so noch nicht. Vor, ich weiß nicht, 25 Jahren in etwa, gab es sicherlich auch schon Inlays, auch in Form von feinen Streifen. Aber meist nur so standardmäßig in Gold. Und die waren dann, glaube ich, auch tatsächlich richtig aus so feinen Metallfäden. Fühlte sich zumindest so an. Und ich habe jetzt diese hier entdeckt. Ich fand die halt ganz witzig, weil die sind, wenn ihr das eventuell sehen könnt, noch so ein bisschen in sich gedreht. Vielleicht sieht man es bei denen hier sogar besser. Die ja changieren dann auch so in verschiedenen Farben. Also die haben hier so ein bisschen, ja, für mich was Meerjungfrauenmäßiges. Also da kann ich mir schöne Designs vorstellen, so. Im Sommer sind ja mal Muscheldesigns auch gern so mit 3D-Gel beliebt und das da nochmal eingearbeitet, um so ein oder andere zu betonen, stelle ich mir echt interessant vor. Also bleibt abzuwarten, muss ich mal ausprobieren, aber wie gesagt, ich fand die halt ganz witzig, weil ich mir gedacht habe, ist mal was anderes. Die sind auch nicht selbstklebend, die werden also tatsächlich in Gel eingebettet und viele haben ja mit diesem Striping-Tape so ihre Probleme. Vielleicht ist das da vielleicht, ja, eine viel schönere Alternative. Mal abwarten.
Die gibt es übrigens auch noch in anderen Farben, also nicht nur in den beiden, die ich jetzt hier habe. Also da gibt es durchaus eine gewisse Angebotsbreite. Dann haben wir hier noch, ja, Klebeband, könnte man sagen. Es ist auch Tape, tatsächlich. Genau genommen sind es mehrere. Und schwuppdiwupp. Vorsichtig vorgehen. So, genau genommen sind das also 5 verschiedene Tapes. Alle mit einem anderen, mit einer anderen Breite. Und ja, da ich doch ab und zu mal Designs mache, wo ich auch Dinge abklebe und mir die schon, ich weiß nicht, vor ewigen Zeiten immer mal bestellen wollte und jedes Mal habe ich sie vergessen. Ja, und wie gesagt, dann bin ich tatsächlich neulich wieder drüber gestolpert. Und habe ich gesagt, so jetzt aber. Ja, und ich finde es halt praktisch, die sind halt schon in verschiedenen Breiten, weil ich habe sonst immer mit dem normalen Tesa-Crepe gearbeitet. Und ja, natürlich ist man nicht so gut dabei, die gleiche Stärke zurechtzuschneiden. Von daher fand ich die einfach mal sehr, sehr praktisch. Also ich denke, die werden dann auch mal nach und nach zum Einsatz kommen. So. Das waren die. So, wo wir schon bei Nail Art sind, bleiben wir auch gleich da. Ich habe mir hier noch mal ein paar 3D-Sticker geholt. Na, also so eine, die haben so eine Hoch-Tief-Optik. Naja, ich denke, ihr kennt die im Wesentlichen auch. Gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ich trage nicht häufig so Sachen, die abstehen, sage ich jetzt mal so, weil ich immer dazu neige, dann die ganze Zeit dran rumzufummeln. Aber so ab und zu habe ich da dann doch mal Bock drauf. Ja, die gab es also auch noch. Ganz unscheinbar habe ich mir hier einfach mal eine Box gekauft. Da beabsichtige ich, meine Feilen drin zu lagern. Da fällt mir ein, ich muss mal gucken. Rein theoretisch sollten die da reinpassen. Ja, das sieht gut aus. Ich kaufe ja immer so eine Mehrfachpacks. Ja, und die sind dann zwar in so einer Folie dann eingepackt, aber meistens so, wie soll ich sagen, eng verschweißt. Ja, weiß ich nicht. Da macht man die Packung auf und dann ist die ganze Folie meist ruiniert. Und da dann einzelne Feilen anständig rauszunehmen, ist nicht immer ganz so easy. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir hier so eine Box und dann kann ich die da reintun und dann sind die da staubgeschützt drin und da kann nichts passieren. Nichts, ja, Wildes. Einfach nur eine Box. So, dann habe ich mir noch mal ein paar, ja, Kaviarperlen geholt. Ganz klitzekleine in verschiedenen Farben. Die sind also auch unterschiedlich. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Also einige sind eher wie so Glasperlen in farbig und die anderen sind definitiv metallisch. Ich hoffe einfach mal sehr, dass die nicht ihre Farbe verlieren. Habe ich dann hier noch 2 Pinsel. So. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mir einen doppelseitigen feinen Nail Art Pinsel gekauft. So. Und zwar diesen hier. Ein paar wenige von euch, die Cherry Blossom Box von mir bekommen haben, die kennen diesen Pinsel. Ich persönlich liebe ihn. Ja, hier hängt was. Ja, also der ist doppelseitig. Die eine Seite, da sind die Pinselhaare ein wenig länger
als auf der anderen Seite. Ich mag ihn sehr gerne zum ja, Schnörkeln, Malen, wie auch immer. Und ich dachte so bei mir, ich will es bei dem einen nicht belassen und habe dann mal geguckt und habe dann noch andere gefunden. Auch doppelseitig. Und die gibt es dann nämlich auch in länger. Ich nehme hier mal die Schutzkappe ab. Schau mal, hier ist einer, der länger ist. So ein bisschen mehr Striper-Pinsel-mäßig. Und auf der anderen Seite, der ist dann wieder einen kleinen Ticken kürzer. Fand ich auch interessant. Und jetzt könnte man meinen, jetzt habe ich zweimal denselben bestellt. Nein, weil die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, die hier haben halt auch. Upsala. Der ist jetzt so ein Zwischending zwischen den beiden Seiten sozusagen. Mal zielen hier. Und der ist dann nochmal eine kurze Variante. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Varianten an Längen in dieser Kombination. Und ja, wie gesagt, ich finde das sehr praktisch. Gerade der hier, denke ich, wird viel zum Einsatz kommen, weil er eben, ja, hier ein bisschen länger und hier eher kurz unterwegs ist. Also, wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gerne und ja. Ach, guck mal, der eine ist tatsächlich auch länger wie der andere insgesamt. Wäre mir jetzt so auf den ersten Blick so erstmal gar nicht aufgefallen. Der ist tatsächlich dann noch mal ein Stückchen kürzer. Sehr interessant. Ja, und dann habe ich was entdeckt, was ich auch als neu empfunden habe. Und zwar Silikonstempelplatten. Das fand ich so echt interessant. Ich packe die hier mal aus. Das habe ich nämlich tatsächlich mir noch nicht näher angeguckt. Wie gesagt, es steht ja drauf, Stamping 3D. So, und dann haben wir hier, ja, eine dünne, sehr flexible Silikonmatte. Hier sind dann so Muster drin. Ja, hier auch ganz witzig, so ein Ehrenmuster. Kleine Ananas. Also ist schon, sind schon sehr interessante Muster dabei. So, jetzt gucke ich mal. Hier habe ich noch eine etwas andere ausgewählt. Die ist eher so, ja, ich möchte fast Full-Cover-like sagen, so für den ganzen Nagel oder mal auf den halben. Aber es sind eben halt keine so einzelne Motive und deswegen hatte ich mir dann die hier noch geholt. Schwuppdiwupp. Hier kann man auch mal durch die Rundung, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich nehme mal wieder mein Ding zur Hilfe hier. Durch die Rundung, finde ich, kann man das auch mal ganz, ganz gut für so ein French hernehmen. Und wie gesagt, es sind auch einzelne Motive vorhanden. Also hier eine Schneeflocke zum Beispiel, die sieht wirklich sehr filigran aus. Also hätte ich fast Schiss, dass das schon zu fein eigentlich ist. Hier ist eine etwas dickere Schneeflocke drin. Versuche das mal so ein bisschen zu spiegeln, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, was es da alles gibt. Hier ist dann auch so was Weihnachtliches. Fand ich ganz witzig. Dachte ich mir, kann man mal ausprobieren. Jetzt fragt sich sicherlich die eine oder andere von euch, ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, muss ich auch noch ausprobieren. Habe ich schon jetzt mir die eine oder andere Anleitung angesehen.
ist hier Tatsache auch nicht erklärt. Also, ne, ich hätte es ganz nice gefunden, wenn man hier irgendwie so eine kleine Step-by-Step-Anleitung drauf gedruckt hätte. Gut, hat nicht sollen sein. Im Endeffekt ist es im Shop aber erklärt, wo man es her hat oder wo ich es bestellt habe. Ich muss die jetzt hier mal beiseite grapschen. So. Wie gesagt, bleibt abzuwarten. Und dadurch, dass ich die entdeckt habe, ja, man kriegt ja bei Ali immer noch so Vorschläge, habe ich dann auch noch solche gefunden. Ich pack die mal eben beiseite. So, und die sind wiederum anders. Ich pack mal gerade eins aus. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass die schon mal von der Sache her bedeutend dicker sind, ne, und dass die auch bedeutend tiefer sind. Also, ne, wenn man hier mal reingeht, ne, seht ihr schon, wie tief die sind. So, und jetzt sind hier dann so Schleifchen drauf. Und der Clou daran ist, dass diese Form an sich schon eine Rundung hat und die Schleifen somit auch eine Vorrundung, sage ich mal, haben. Und dadurch lassen die sich, zumindest sah das in dem Video des Shops so aus, dass die sich schon an die Rundung des Nagels sozusagen anschmiegen. Also auch das werde ich testen müssen. Wie gesagt, ich habe dann noch eine andere Schleifchenoptik genommen. Dann machen wir das mal so. Könnt ihr das hoffentlich sehen. Na, also die linken sind zum Teil so ein bisschen größer, die Schleifen, beziehungsweise haben ja auch noch so, dass das Band so ein bisschen runterläuft. Fand ich jedenfalls sehr nice. Und ich fand, die harmonieren ganz gut gemeinsam. Und ja, werde ich mal ausprobieren. Und wie gesagt, dabei fiel mir dann ein, dass ich mir schon vor ewigen Zeiten mal so, ja, auch glaube ich bei Ali hatte ich die mal gekauft, so 3D-Nail-Schablonen gekauft habe, wo man dann so, weiß ich nicht, hier sind jetzt Blümchen drauf und wie so Blätter, die man dann befüllen kann. Was habe ich hier noch? Hier habe ich Herzchen. Na, ich muss mal gucken, schwarz als Hintergrund, ob ihr das dann hoffentlich besser seht. Na, also hier sind Herzchen in verschiedenen Größen. Hier haben wir dann den Sommer dabei. Da ist dann Muscheln diverse mit einem Seestern. Hier habe ich nochmal Blümchen, verschiedene Varianten. Upsala. Na, nochmal verschiedene Varianten an Blüten. Dann haben wir hier, ach ja, hier habe ich nochmal. Nochmal Flower Power, hätte ich beinahe gesagt. Bei, naja, so auf Anhieb sehen die erstmal ein bisschen seltsam aus. Vielleicht, ne, wenn man die dann macht, tatsächlich schöner. Muss man mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe die dann weggepackt und habe die total vergessen, um ehrlich zu sein. Ja, und hier sind dann Schleifen, ne, so auch in verschiedenen Größen. Na, und ja, wie gesagt, das ruft eindeutig nach einem Silikon-Schablonen-Video, wie auch immer. Ach ja, und bei Jolifine hatte ich mir tatsächlich auch mal eine geholt. Das kann man jetzt schlecht erkennen. Ich versuche mal, so dicht wie möglich ranzugehen. Das ist hier so wie so ein Flying Heart mit Flügelchen. Na, auch so in verschiedenen Varianten. Ist mir auch irgendwann durch Zufall mal beim Stöbern im Shop begegnet und ja, mal kurzerhand mit in den Warenkorb gepackt und dann aber irgendwie vergessen und nie ausprobiert. Also wird es eindeutig Zeit, das mal auszuprobieren. Ja, und alles, was ich mir sonst noch gekauft habe, allerdings nicht bei Ali, ist eine Nagelhautschere. Ja, die hat eine kleine Besonderheit.
Die hat nämlich eine sehr ausgeprägte Biegung nach oben. Und damit kann man dann rein theoretisch schön ganz vorsichtig die Ecken schneiden. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Nagelhaut geknipst bzw. geschnitten, außer in der Maniküre-Schulung, die ich gemacht habe. Ich habe sie mir geholt, falls ich doch mal tatsächlich irgendwo so einen kleinen Zippel mal abstehen habe. In ganz seltenen Fällen kommt das tatsächlich mal vor, aber das ist wahnsinnig selten. Ich persönlich bin der Ansicht, wenn man seine Nagelhaut pflegt, dann muss man da nicht ständig was wegschneiden. Klar, ich schiebe sie zurück, wenn ich meine Nägel mache, aber wie gesagt, ich schnibbel nicht dran rum. Also ist in meinen Augen nicht nötig, wenn man ein bisschen Pflege walten lässt. Wie ich meine Nagelhaut ja vorbeuge und pflege, da habe ich ein Video drüber gemacht. Kann ich euch oben gerne nochmal entsprechend verlinken. Vielleicht ja für den einen oder anderen auch nicht uninteressant. Ja, jetzt sieht es hier total chaotisch aus. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal dran, die ganzen Silikonschablonen zu testen auf Herz und Nieren. Und ja, wie ich da zurechtgekommen bin und ob das ja gut und schön und tauglich ist, seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.